SeaKrauts. Hallo SeaKrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns zur Wochenendflaschenpost. Schon fast zur Gewohnheit wird, dass wir Freitag immer noch eine Flaschenpost machen. Ja, jede Menge Themen, darum fange ich direkt vorne an. Forum-Feedback habe ich es genannt. Und zwar wurden diese Woche Feedback-Themen von Sehales erstellt, sodass ihr direkt über eure Eindrücke im Spiel berichten könnt. Hier gibt es die im Gameplay-Bereich, also deutschsprachige Community, Diskussion zum Spiel, Gameplay, könnt ihr ein bisschen runterscrollen, dann gibt es hier Feedback zur Schiffsbalance im Spiel, Feedback zur Meta im Spiel und Feedback zum Kontakt mit dem Kundendienst. Das sind 3 Themen, da könnt ihr euch dann komplett auslassen. Diese Themen, die ihr da reinstellt, die seht nur ihr und der Account, also die Admins. Alle anderen, die da raufklicken, für die ist der Thema hier leer. Ja, ihr seht nur den oberen Artikel. Das ist halt so ein Feedback-Thema. Da sollen nicht andere Leute mitlesen können, sondern nur diejenigen, die es betrifft. Also die, die das reporten und die Admins von World of Warships. So, das ist schon das erste Thema. Ich wollte euch diese Sache nur mal darauf hinweisen. Es gibt ja immer wieder so viele Themen, die euch so ein bisschen bewegen. Ja, zum Beispiel jetzt die Jambar-Geschichte und solche ganzen Sachen. Schreibt sie da rein. Perfekt zu machen. Kurz begründen, warum. Ja, und schon ist das Ding fertig. Keine große Ticketnummer, gar nichts. Einfach nur da reinschreiben und das wird gelesen. Nächster Punkt ist das Wargaming Center. Es gibt ein Update zur Version 18.7. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was jetzt für Möglichkeiten dazu kamen. Sind genau 2 Stück. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch hier mit Multiple Accounts sozusagen anzulegen und dann hier oben nur noch auszuwählen. Was seid ihr? Ja, wir haben einen Maraha-Account, das ist mein Hauptaccount, und den SeaKrauts-Account, den ich mir schon mal gesichert habe. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit mache, aber auf jeden Fall haben wir ihn. So. Du kannst ja also quasi mit dem Hin- und Her-Suchen direkt auswählen, mit welchem Account du dich einloggen willst und musst nicht jedes Mal den Passwort neu eingeben. Zweite Neuerung ist dann hier in dem Bereich bei Hilfe. Einfach raufklicken und dann auf Das ist neu klicken und dann gibt es hier genau nochmal, zwar in Englisch, aber die Möglichkeiten, wie stellt man richtig die Game-Updates ein und so weiter. How do I check my account balance, also dollarmäßig Geld und so weiter, ob man ob irgendwelche Guthaben hat und so eine Sachen eben. Ne? Also das sind die beiden Sachen, die jetzt neu hinzugefügt wurden. Das ist neu, hier auf dem Fragezeichen, das ist neu und dann habt ihr das auch. Ich wollte euch das auch einmal zeigen. Nächster Punkt sind dann der Blick in den Premium Store, was es diese Woche oder dieses Wochenende in Aktion gibt und natürlich die Aufgabe, die das Wochenende jetzt mal spontan wieder dazugekommen ist. Über die Jambar hatten wir schon berichtet, ist jetzt seit Mittwoch im Store und tatsächlich immer noch zu kaufen für echtes Geld. Welch Schande. Aber so ist es. Für jeden, der natürlich keine Kohle ausgeben möchte, sie hätte zum Beispiel, aber dann doch lieber echt Geld investiert. Meine Güte. Dann nutzt es, es ist da, wie gesagt, mein Statement dazu kennt man, ich finde es ein bisschen schade. Nächster Punkt, der mir aufgefallen ist, es gibt eine große Tarnungssammlung, also das sind weit mehr als 200 Tarnungen, die man hier in Summe bekommt. Wirklich alles mögliche, sind Sachen dabei, Shiroko, ja, so eine Sachen, Tokyo Game Show, habe ich persönlich noch nie im Spiel gesehen. Wer Tarnungen sammelt und sie einfach auch mal auf seinem Schiff sehen will, für den ist das vielleicht das, weiß ich nicht, Preis ist natürlich auch nicht ganz, ganz gering, 62 € ist schon eine ganze Hammerkiste. Auf der anderen Seite hat man dann wirklich so gut wie alle Tarnungen, die es im Spiel gibt, würde ich jetzt mal, also zumindest an Verbrauchstarnungen, die ich so kenne, sage ich jetzt einfach mal, ich habe da keine, die ich jetzt irgendwie vermisse. Dann gab es natürlich Auftragsketten und dann gibt es eben diese Geschichte, Abzeichen, Veteranentag. Also ihr könnt hier dieses Abzeichen erarbeiten und ihr meldet euch oben an, klickt hier auf Mitmachen im unteren Bereich, müsst 10.000 Base XP verdienen und das geht bis zum 16. November. In der Zeit müsst ihr das geschafft haben. Ja, und dann habt ihr hier die Möglichkeiten mit Stufe 5 bis Stufe 10 Schiffe, Zufall, gewertet und Koop-Gefechte sowie Unternehmen sind eben möglich. Einmal abschließen und dann gibt es so einen Patch, den ihr dann eben auswählen könnt. Ja, sonst sind die Royal Navy-Schichten und so weiter, laufen natürlich immer die ganze Zeit hier immer weiter. Gut. Und das ist eigentlich schon das, was man zu dem Punkt sagen kann. Nächster Punkt ist, King of the Seas hat ja stattgefunden, Finalkämpfe waren und der Sieger von Europa gegen Nordamerika lautet Devastating Strike und die hatten zum Beispiel im vorherigen Spiel unter anderem ja, Omni ausgeschaltet. Also nicht im vorherigen Spiel, sondern in dem Finale haben sie gegen Omni gespielt und haben die ausgeschaltet. Ist doch mal eine Erwähnung wert. Und im Kampf der Gussstaaten gegen Asien, da hat eben Smile Gaming gewonnen. Kleiner Hinweis dazu, wenn ihr die Spiele nicht gesehen habt, aber das vielleicht sehen möchtet, wie Omni da auf den Deckel bekommt, dann guckt euch einfach hier die Aufzeichnung an. Hier gibt es alle Finalkämpfe nochmal aufgezeichnet. Also ist so eine... Ist sicherlich ganz sehenswert, wer sich ein bisschen für Taktik interessiert und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht despektierlich ausdrücken. Alle Leute, die hier oben mitgespielt haben, die haben das super doll verdient. Das ist eine mördermäßige Aufgabe, wenn ihr nur hobbymäßig spielt. Also in Anführungsstrichen nur, ja, für die ist das hier ein Job, kann man sagen. Und da wird eine Menge Zeit investiert, um jede Millitausendstel Sekunde sich nochmal zu verbessern und überall das Spiel zu analysieren, die Spielmechanik zu analysieren. Dafür meinen großen Respekt, persönlich großen Respekt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe die Zeit nicht, ich mache lieber Videos, aber ja, von daher ist auf jeden Fall immer besonders toll, was die da taktisch leisten können. Und dann kommen wir zum Supertestbereich. Das sind dann wieder so Themen, die dann einen zum Nachdenken anregen, ja, der Yueyang-Nerf, der jetzt im Supertest ist, nämlich. Das Schiff wurde jetzt ausgemacht als besonders starkes Schiff, hat Radar, hat Nebel, schnell feuernde Kanonen, relativ schnell nachladende Torpedowerfer, die großen Schaden machen, spät aufgehen, so eine ganzen Geschichten eben. Und Wargaming testet jetzt auf den Testservern die Nachladezeit der Hauptkalibergeschütze, also der Hauptbatteriegeschütze natürlich, zu erhöhen, nämlich von 3 auf 4 Sekunden. Das heißt, ihr verliert ein bisschen was an Nachladezeit, an DPM, aber ja, dazu kommt dann eben noch der Nerf von 136 auf 156 Sekunden, was dann nochmal doch ganz schön beachtlich ist, also von ein bisschen mehr als 2 Minuten auf 2,5, 2 Minuten 40 ist dann schon eine ganz schön heftige Zeit, ja, die Torpedos dann wieder zu benutzen. Schreibt mir gerne, was ihr zu dem Yueyang Nerf denkt. Ich persönlich finde, die Yueyang ist ein sehr angenehm zu fahrender DD. Finde es ein bisschen schade, dass gleich alles hier genervt wird. Meiner Meinung nach hätte es auch gereicht, die Torpedowerfer vielleicht zu nerven und dass die Yueyang Ticken mehr wieder weiter auf Gun ausgerichtet ist, sozusagen. Da einen größeren Vorteil, also eine Ausrichtung darauf bekommt, sozusagen, dass man das eher nutzen soll. Das wäre vielleicht was gewesen, hätte vielleicht sogar schon gereicht, ich weiß es nicht. Wargaming probiert das jetzt aus, mal sehen, was passiert. Und dann geht es weiter, ich überspringe jetzt hier das Thema, was jetzt nachher noch kommt, und zwar die Vanguard. Die Vanguard wurde ja schon mal verändert, und zwar gebufft bei dem Survivability, also bei der Überlebensfähigkeit im Gefecht. Und jetzt wird die Vanguard getrimmt. Und zwar für Austeilen, Schellen verteilen. Nämlich die Nachladezeit wird reduziert von 28 auf 25 Sekunden. Die Hauptbatteriegenauigkeit entspricht jetzt eher der Genauigkeit des Schlachtschiffs Warspite, was ja schon relativ genau ist. Dann haben wir Schaden der HE-Granaten wird um 1000 Punkte alphamäßig erhöht. Das ist also... auch weiter eine Ausrichtung in den Bereich, wie ich das letzte Mal schon sagte, die Vanguard wird in Richtung Conqueror entwickelt. Das Schiff soll wendig sein, es soll gut anzünden, also eine ganzen Geschichten. Die Panzerung wird gar nicht so doll verändert, die ist jetzt auch nicht so super pralle, aber ja, wir hatten jetzt, was war das, eine Ruderstellzeit von 8,5 Sekunden oder sowas in der Art. Ich weiß natürlich nicht, ob das so ins Spiel kommt, aber sie gehen in diese Richtung, dass sie eben verwundbar ist, aber eben viel ausweichen kann, sehr hohe Manövrierfähigkeiten hat. Also, ich bin gespannt, wie das Schiff weiterentwickelt. Hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an und ich fahre die Conqueror sehr, sehr gerne. Ich rede jetzt auch von der Conqueror mit dem alternativen Modul, ne? Also mit dem legendären Modul, weil damit wird die Conqueror super wendig. Ich benutze es sehr, sehr gerne, gehe dafür zwar weiter auf, aber damit kann ich um. Ja, das ist eigentlich das beides, was man zur Vanguard und zur Yueyang sagen kann. Für die Vanguard wird es eine Verbesserung, für die Yueyang wird es eben ein Nerf. Und dann erreichte uns über unseren Contributor Hurz die Nachricht, dass das Plugin vom Teamspeak 3 Client, nämlich das Overwolf Plugin, wohl Probleme in Wargaming-Spielen machen kann. Nämlich, wenn man es benutzt, dann wird wohl ungefragt ein Mod im Hintergrund installiert, was wohl die Vorgänge wie Treffer, Schaden etc. in einem Log-File festhält. Und das alles kostet Rechenleistung. Und ja, das kann hier relativ deutlich die Performance des Spiels reduzieren. Hier wird gesprochen von 75 Bildern standardmäßig, die man hat, runter auf 48 bis 56 Bilder die Sekunde, was dann doch schon so, ich sag mal, fast 25% Bilder sind. Ja, je nachdem, wie es dann ausfällt tatsächlich. Was schon ganz schön krass ist, und abgesehen mal davon, dass man ungefragt einen Mod installiert bekommt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da wirklich dran ist. Ich gebe es jetzt erstmal weiter. Wenn Wargaming das rausgibt, gehe ich davon aus, dass geprüft ist und nachgewiesen wurde, dass da etwas passiert. Hier gibt es dann halt auch noch die Anleitung, wie man diese Sache entfernt. Gerade Overwolf ist ja ein Plugin, was doch ganz gerne mal genutzt wird. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich die Träger, die jetzt in die zweite Runde gehen. Die zweite Runde fängt nämlich jetzt am 10. November um 16 Uhr also an, und es kommen neue Sachen dazu. Und zwar gibt es dann T8 und T10 Träger im Spiel, die jetzt ausprobiert werden dürfen. Außerdem wurden die Verbrauchsmaterialien der Flugzeuge überarbeitet. Ihr habt jetzt einen längeren Motorboost. Es gibt eine andere Anzahl von Flugzeugen, ob jetzt in Geschwadern oder dass ein Geschwader mehr Flugzeuge hat. Ja, und dann hat man hier eben die Reparaturmannschaft, die sich eben verändert, und zwar, dass sie mehr HP wiederherstellt. Außerdem wird eine Mechanik mit der Luftverteidigung geprüft bei anderen Schiffen sowie auch bei ja, Flugzeugträgern, und ja, und auch das Verhalten der Aircrafts, also der Flugzeuge dazu. Dann gab es noch weitere Informationen hier, die Zielanzeige, also Anfluganzeige wird verändert, die nimmt jetzt mehr Sachen auf in die Berechnung sozusagen, wie die Anzeige sich verändert. Also zum Beispiel eure Fluggeschwindigkeit und so weiter. Dann gibt es auch Kamerawinkel, die verändert wurden von den Bombern, die halt irgendwie da AP- oder HE-Bomben abwerfen. Also eine Sachen werden da gemacht. Dann, wie viele Flugzeuge ihr noch im Hangar habt, beziehungsweise das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern einfach das Hangar-Display wird verändert. Ich vermute, dass es dann da sowas sein wird wie ein Countdown, bis der nächste Geschwader verfügbar ist. Also eine Sachen. Wie gesagt, ich kann an dem Test leider nicht teilnehmen. Ich habe keine Einladung erhalten. Aber eben solche Sachen. Dann gibt es hier auch noch die Anzeige von dem Verbrauchsmaterial, ja, Patrol Fighters, also Überwachungsflugzeuge sozusagen, also Patrouillenflieger, besser gesagt. Da gibt es wohl irgendwie noch eine zusätzliche Anzeige. Und dann, was fürs Auge, ist dann auch wieder dabei. Also Flugzeugexplosionen und Eintauchen von Raketen ins Wasser und all so eine ganzen Geschichten wurden komplett überarbeitet oder wurden überarbeitet, verbessert. Wahrscheinlich ein paar mehr Polygone draufgesetzt, sodass das alles für uns noch ein bisschen spektakulärer aussieht. Gut. Und dann kommen wir zum nächsten und schon letzten Punkt. Und zwar gibt es einen neuen Code vom Ring. Die Runde 3 hat angefangen. Und zwar tippt ihr hier oben, Moment, hier habt ihr den Code, also Armor Piercing Uppercut, so nennt er sich. Und ich habe mich hier irgendwo angemeldet. Ihr klickt hier dann hier oben auf den Login, auf den kleinen Pfeil dahinter, tippt hier auf Wargaming Code aktivieren, gebt da den Wargaming Code ein. Und dann einfach auf Einlösen, dann kommt vielen Dank und danach ist der Code akzeptiert. Und ihr bekommt dann eine Aufgabe, ihr müsst 5-mal Schiffe abfackeln, also anzünden, in Brand stecken. Und dafür bekommt ihr dann 5-mal Papa Papa als kleines Geschenk. So, und dann gibt es noch einen anderen Code. Da muss ich aber, ja, da kann ich nicht so hundertprozentig überzeugt davon sprechen, weil bei mir der Code funktioniert hat. Es gibt aber inzwischen schon einige Rückmeldungen, wo der Code nicht funktioniert. Es gibt jetzt so Mutmaßungen bei uns auf der Facebook-Seite, dass man möglicherweise ein World of Tanks und ein World of Warships Konto haben muss. Also sozusagen beide Spiele gespielt haben muss, ja, wo dann halt tatsächlich Content dahinter steht. Oder Forschungsbaum-Content, wie auch immer. Ja, dass man das beides haben muss, damit der Code funktioniert. Vielleicht schreibt er einfach hier noch unter das YouTube-Video, ob der Code nur funktioniert oder ob er nicht funktioniert und ob ihr World of Tanks und World of Warplanes oder World of Warships Codes Konten hattet oder ob ihr nur ein World of Warships Konto hattet sozusagen, also was ihr tatsächlich benutzt habt, ne? Ihr habt ja quasi ein Konto für alle Spieler, aber wenn ihr euch noch nie in World of Tanks eingeloggt habt, dann zählt das quasi, das meine ich jetzt damit, dass ihr dann da quasi kein Konto habt, ne? Könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Ich möchte ganz gerne rausfinden, woran das liegt, dass manche Leute von euch kein Premium bekommen und ich aber ein Premium habe. Ich spiele auch mal World of Tanks ganz selten. Und übrigens ganz selten. Ja, dann, ja, von daher habe ich da durchaus wahrscheinlich die Berechtigung erarbeitet. Na gut, und jetzt haben wir uns schon wieder durch das ganze Video durchgearbeitet hier, also durch die ganzen Themen. Der Code übrigens für die Premium-Spielzeit soll 3 mal eine 1 hintereinander sein. Da wird auch angezeigt, dass der Code akzeptiert wird, also bei mir war es zumindest so. Von daher, probiert es einfach aus und schreibt. Ich hoffe, dass ich euch wieder ein paar Informationen liefern konnte, die euch das Wochenende angenehmer gestalten im Universum von World of Warships. Und ja, sonst fühlt ihr euch hoffentlich vernünftig informiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht. Ja, dann bekommt ihr immer alle Videos, die wir hochladen, schnell als Alarm aufs Handy zum Beispiel. Wir sind auch am Samstag wieder im Livestream, den nicht verpasst. So ab ca. 20 Uhr, 20.15 Uhr wird es diesmal sein. Ich bin großer Formel 1-Fan, ich muss vorher Formel 1 gucken, das ist ganz klar. Ja, aber da erzähle ich euch ja nichts Neues. Von daher, haut rein, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und bis zum nächsten Video und ja, oder Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, ciao, ciao, euer SeaKrauts-Team, euer Maraha. Ciao, ciao. SeaKrauts.